Kadi Kupfer. Hallo. Ja, das waren natürlich jetzt zwei sehr großartige männliche Wummer. Das schaffe ich alleine nicht. Deswegen habe ich noch 7 Leute dabei. Kommt gleich. Sie gelten auch nicht als Hilfsmittel. Mein Text heißt Das Nicht-Ganz-Märchen. Es hat auch noch einen anderen Titel. Das mache ich eigentlich bei den meisten Texten von mir, dass ich den Namen von der Person dem Text gebe, die mich dazu inspiriert hat. Diese Dame hieß Frauke und das ist das Nicht-Ganz-Märchen. Es war einmal im Märchenland, da passierte so allerhand. Es gab die Bösen und die Guten, die Leisen und die Mutigen. Eines Tages kam es dazu, nach langer Zeit der Ruhe, dass im Märchenland am Strand Besucher auftauchten, Kobolde, die Hilfe brauchten. Gleichzeitig stand auch der Wahlkampf an. Und so war die Parteivorsitzende der Hexen mit einer Rede dran. Sie war darauf bedacht, alle Märchenfiguren zu vereinen, mit Fragen und mit schlechten Reimen. Ihr guten, lieben Gestalten, ich meine die Jungen sowie auch die Alten, es tut sich ein gemeinsamer Feind vor uns auf. Der Besucheranlauf, Kobolde, die es hier nie gab, kommen und wollen all unser Hab und Gut. Wir müssen uns zusammenreißen, müssen uns wehren gegen die Wadenbeißer. Denkt nur daran, es werden von Tag zu Tag mehr. Sie kommen uns überfallen, sie kommen übers Meer. Unsere Kultur ist in erheblicher Gefahr. Das ist jedem von euch klar. Aschenputtel, hast du nicht Angst, dass die Kobolde deine Tauben fressen? Ja, jetzt wo sie es ansprechen. Letztens habe ich es nachts genau gehört. Ich fühlte mich beim Schönheitsschlaf gestört. Am nächsten Tag war eine weg, aber Koboldspuren waren im Dreck. Und du, Rumpelstilzchen, bist du nicht wütend, dass die Kobolde genauso klein sind wie du? Ja, sicher bin ich das. Die Deals im Palast waren mein täglich Brot. Und die erhöhen das Leistungsangebot. So wütend machen mich diese kleinen Drecksäcke, besetzen jede Höhle. Für mich bleibt nur die Hecke. Ihr Stieftöchter. Eure Schönheit ist doch gefährlich für euch geworden. Fürchterlich und widerlich, so klein und unrein. Versuche uns unter die Röcke zu schauen, man sollte ihnen die Augen aushauen. So kleine Gestalten gibt's hier normalerweise nicht. Eine erhöhte Kriminalität ist in Sicht. Hänsel, Gretel, habt ihr nicht Angst, dass euch der Hunger und die Obdachlosigkeit droht? Die haben sich eingenistet ins Lebkuchenhaus. Wir werden uns mit Feuer und Applaus. Zum Schutz haben wir das Ding in die Luft gejagt. Uns reicht's, haben wir gesagt. Froschkönig, was wird denn nun aus deinem Gold? Die Kobolde, ich wusste es. Sie haben meinen Schatz gewollt. Doch so einfach gebe ich den nicht her. Besitze nämlich ein großes Gewehr. Und du, böser Wolf, was wird wegen denen mit dir passieren? Ich hab gehört. Die wollen mir den Pelz abrasieren. Ich sehe, ihr seid alle sehr besorgt. Und wer kann's uns verdenken? Wir sollten uns vereinen, sollten den Kobolden nichts schenken und ihren Besuch klar verneinen. Zusammen
können wir retten unser Märchenland. Wer dabei ist, hebt die rechte Hand.